Fußballmeisterschaft 2021 in Forge of Empires. Seit 2014 gibt es bereits in Forge of Empires ein Fußball-Event. Dieses Jahr startet es am 3. Juni. Wer das Event letztes Jahr gespielt hat, wird sich bereits gut auskennen. 21 Tage lang gilt es wieder, Energy Drinks, Tickets und Spielerkarten zu sammeln. Das Event beginnt mit einem Anfangsbestand von 150 Energy Drinks. Für das jeweils erste tägliche Einloggen bekommt man weitere 80 Energy Drinks. Wie immer lohnt es sich also, wirklich jeden Tag einzuloggen. Das kann man dann noch durch Ereignisse rund um die Stadt etwas aufstocken. Diese liefern immer mal wieder einige zusätzliche Energy Drinks oder gelegentlich Tickets oder Spielerkarten. Dann gibt es in der inzwischen schon gewohnten Weise 34 sofortige Quests plus 21 tägliche Quests. Für jede abgeschlossene Quest bekommt man 100 Energy Drinks. Die Aufgaben entsprechen dem bekannten Rahmen ohne besondere Überraschungen. Diese im Schnitt 2 bis 3 Aufgaben pro Tag sind in der gegebenen Zeit absolut machbar. Wer seine Quests vorausschauend plant, sollte den langen Produktionsaufgaben besondere Beachtung schenken. Wie gewohnt sind die Aufgaben im ersten angepinnten Kommentar unter dem Video zu finden. Zusätzlich zu den Energy Drinks liefern die Quests auch noch im Wechsel ein Ticket für die Teilnahme am Turnier oder 3 Spielerkarten. Der zweite Meilenstein nach Abschluss der 22. Quest liefert das Ausbaumodul für den Event Hub. Wie im Magazin ja bereits erläutert. Für den Abschluss der 35. Quest, also der ersten Tagesquest, gibt es dann die Überraschungskiste für das Sommerevent. Schließlich sind dann noch weitere 1100 Energy Drinks ausgelobt für den Abschluss der 43. Quest. Die Energy Drinks werden dann in Trainingsspielen für Spielzüge auf dem Rasen genutzt. Man spielt den Ball jeweils einem von 3 angebotenen Spielern zu und bekommt dafür einen sofortigen Preis. Dieser kann in seltenen Fällen verdoppelt werden. Dies geschieht bei besseren Spielern häufiger als bei schlechteren Spielern. Durch mehr Spielerkarten werden die Spieler des Teams immer besser, angezeigt durch die Zahl in dem Stern. Diese Spielerstärke ist in den Turnierspielen wichtig, hat also keinen Einfluss auf den Verlauf der Trainingsspiele. Jeder Spieler hat eine andere Auswahl möglicher Gewinne, von denen einer zufällig ausgewählt wird. Das kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch der tägliche Tagespreis sein, den man so auch mehrfach gewinnen kann. Ich habe mich da ganz auf den Vorschlag des FOE-Helpers verlassen. Er zeigt immer an, welcher Spieler die beste Chance auf den Tagespreis bietet. Wer den FOE-Helper nicht hat, nutzt die unten eingeblendete Spielerreihenfolge. Links ist der Spieler mit der höchsten Chance, nach rechts nimmt die Chance auf den Tagespreis immer weiter ab. Also immer den Spieler wählen, der möglichst weit links in der Liste steht. Der FOE-Helper macht sinngemäß auch nichts anderes. Der Spieler mit der höchsten Chance auf den Tagespreis ist auch immer der Spieler, der den Ball am effizientesten vorantreibt, also die meisten Meter pro Energy Drink schafft. Die Liste der Tagespreise des Beta-Servers habe ich eingeblendet. Diese Liste ändert sich zumeist nur in der Reihenfolge. Damit ist die Liste eine gute Orientierung dafür, welche Tagespreise zu erwarten sind und wann diese ungefähr angeboten werden. Ich empfehle dringend, nicht zu lange auf den besten Tagespreis zu warten, sondern immer mal wieder bei akzeptablen Tagespreisen Trainingsspiele zu machen. Denn bei diesen Trainingsspielen bekommt man Belohnungen, die in den Turnieren dieses Events von großer Bedeutung sind. Spielerkarten und Tickets. Man kann über die Tagespreise beispielsweise ein vorhandenes Hippodrom um zusätzliche Segmente erweitern oder Taktikertürme upgraden. Dieses Event ist weniger gut dazu geeignet, Vorjahreshauptpreise komplett zu erspielen, da man seine Trainingsspiele ja frühzeitig machen sollte. Auch wenn es nur ein Trainingsspiel ist, so möchte man doch den Ball ins gegnerische Tor bringen. Dafür gibt es dann den ausgelobten großen Preis. Die Reihenfolge der großen Preise habe ich ebenfalls einmal eingeblendet.
Jeder zweite große Preis liefert ein Upgrade-Kit für die Athlon-Abtei. Die aus Questbelohnungen und Ereignissen erhaltenen Spielerkarten werden durch Trainingsspiele um weitere Karten ergänzt. Durch diese verbessert sich das Team immer mehr und wird in den Turnierspielen dadurch immer wettbewerbsfähiger. Hat man ein Ticket für den Wettkampf, kann man ein Turnierspiel machen. In diesem Turnierspiel geht es darum, weitere Preise zu gewinnen und in der Rangliste ganz weit vorne zu sein, um somit zusätzliche individuelle Belohnungen und Ligapreise zu bekommen. Wichtig, man sollte seine Turnierspiele jeden Tag machen. Denn nur wer weniger als 3 Turniertickets hat, bekommt regelmäßig neue. Alle 8 Stunden ein Ticket. Das ist vergleichbar mit den stündlich regenerierenden Forge-Punkten, die bei Erreichen des Limit 10 ja auch stoppen. An 21 Tagen kann man also je 3 Turniertickets bekommen und so die Anzahl der Turnierspiele verdoppeln gegenüber Spielern, die ihre Tickets horten. Das sind 60 zusätzliche Belohnungen und eine bessere Platzierung am Ende des Turniers. Nicht verwirren lassen. Es gibt unterschiedliche Tagespreise für Trainingsspiele und Turnierspiele. Auch diese Liste habe ich einmal eingeblendet. Selbst wenn man in dieser Liste bestimmte Vorlieben haben sollte, die Turniertickets nicht horten, sondern unabhängig von den für die Turnierspiele ausgelobten Tagespreisen zeitnah einsetzen, damit immer weiter neue Tickets regenerieren. Natürlich ist es von besonderem Vorteil, 50 zufällige Spielerkarten als Belohnung zu bekommen. An 3 Tagen wird es diese Chance geben. Auf dem Beta-Server war bereits der erste Tag ein solcher. Wer dann sein Team verbessern kann, zieht allen anderen davon. Man bekommt immer 3 andere Teams als mögliche Gegner angeboten. Der unterste Gegner ist immer extrem einfach. Gegen diesen ist die Chance zu gewinnen am größten und jeder Sieg bringt einen weiteren Preis. Und zumeist ist die Siegchance hier so etwa 75%. Der mittlere Gegner hat in etwa dieselbe Spielstärke wie das eigene Team und entsprechend kann man hier mit einer Siegwahrscheinlichkeit von ungefähr 50% rechnen. Dafür sind die ausgelobten Preise etwas besser. Der oberste Gegner kommt immer aus den Spitzenteams und entsprechend schlechter ist die Siegwahrscheinlichkeit. Hat man nicht selbst sein absolutes Spitzenteam, so wird man mit Siegwahrscheinlichkeiten von nur etwa 30% rechnen müssen. Dafür gibt es dann nochmals etwas bessere Belohnungen. In den meisten Fällen ist Spielern mit einem nur mittelmäßigen Team zu empfehlen, sich mittelstarke Gegner zu suchen. Gelegentlich kann man aber auch gegen ein besseres Team gute Siegchancen haben. Dann sollte man zuschlagen. Vor einem Turnierspiel stellt man das geeignete Team auf. Vom Computer vorgeschlagen werden schlicht die stärksten Spieler ohne Rücksicht auf ihre Spezialisierung. Diese müssen aber in Kombination nicht zwingend das stärkste Team ergeben. Dem Ganzen liegt ein Stein-Papier-Schere-Konzept zugrunde. Ein Abwehrspieler, hier blau, ist stark gegen einen Stürmer, also rot, aber schwach gegen einen Mittelfeldspieler, also grün. Ein Stürmer hingegen ist stark gegen Mittelfeldspieler. Mit der Aufstellung des geeigneten Teams kann man seine Siegchancen noch verbessern. Dabei ist es egal, ob ein Spieler seinem Kontrahenten in der Aufstellung genau gegenübersteht oder irgendwo anders ist. Für die Siegwahrscheinlichkeit zählt nur, wer im Team ist. Einfach mit verschiedenen Teams experimentieren. Die Siegwahrscheinlichkeit wird jeweils angezeigt. Nur das zählt am Ende. Hat man das gewünschte Team aufgestellt, läuft das eigentliche Spiel, wie in Corona-Zeiten üblich, ganz ohne Zuschauer ab. Wir erfahren nur das Ergebnis. Ist das Ergebnis nicht der gewünschte Sieg, kann man das Spiel so oft wiederholen, wie man Tickets hat. Selbst gegen den schwächsten Gegner ist ein Sieg nicht garantiert. Umgekehrt hat man auch gegen den übermächtigsten Gegner zumindest eine kleine Siegchance. So ganz wie ein Oberligaverein im Pokalturnier mitunter auch gegen den amtierenden deutschen Meister gewinnen kann.
Für jeden Sieg gibt es dann eine Belohnung aus der ausgelobten Liste möglicher Belohnungen. Da es gegen schwere Gegner sehr viel bessere Belohnungen gibt, kann ich nur dazu ermuntern, Chancen gegen den besten Gegner zu nutzen. Außerdem bekommt man für jeden Sieg Ligapunkte. Es ist realistisch, ohne Einsatz von Diamanten am Ende zumindest in der Amateurliga zu sein. In dieser gibt es bei Eventende das fehlende letzte Auswahlkit für die Athlon-Abtei. Der Weg zum Ligaerfolg ist somit dieser. Täglich die Turnierspiele machen, damit weiter Tickets generiert werden. Hat man nach jeweiliger Teamoptimierung gegen das stärkste Team eine Siegchance von mehr als 35%, das damit verbundene Risiko einer Niederlage eingehen und dieses herausfordern. Ansonsten den mittleren Gegner wählen und auf Kämpfe gegen den schlechtesten Gegner nur dann ausweichen, wenn die anderen Teams so gar nicht passen wollen. Nachdem wir aus Trainingsspielen, Meilensteinen der Questreihe und Belohnungen für Turniererfolge viele Kits bekommen haben, wollen wir natürlich die Athlon-Abtei errichten. Die Abtei kann bis auf Stufe 10 ausgebaut werden und liefert dann neben Bevölkerung, Zufriedenheit, Münzen, Vorräten und Medaillen täglich 25 Güter aus dem Zeitalter des Gebäudes, 10 Forge-Punkte sowie beeindruckende Boni auf Angriff und Verteidigung für die Stadtverteidigung. Mit dem frisch begonnenen PvP-Turnier sind diese Boni bekanntermaßen sehr viel wichtiger geworden. Man bekommt die Athlon-Abtei als Stufe 1 Gebäude für das Erreichen des ersten Meilensteins der Questreihe. Zwei weitere Meilensteine liefern dann zwei Upgrade-Kits. Jedes zweite Tor in Trainingsspielen liefert dann ein weiteres Upgrade-Kit. Realistisch ist es so, weitere 5 Upgrade-Kits zu bekommen. Mit einem Überraschungskit aus der Überraschungskiste des Archäologie-Events und der Liga-Belohnung hat man den Hauptpreis dann auf Stufe 10. Damit wird auch dieses Jahr das Soccer-Event wieder eine Flut kleiner und mittlerer Preise liefern, sowie einen einzigartigen Hauptpreis. Viel Erfolg! Nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Nicht nur einmal ein Video sehen, sondern den Schritt weitergehen. Also lautet ein Beschluss, dass man abonnieren muss.